Ja, hallo ihr Lieben. Ich mal wieder mit der Aufnahme von Enderal. Ja, und zwar, ich glaube, die vierte oder fünfte. Das heißt, ich habe das Ganze ja schon ein paar Mal gesehen und gemacht. War jetzt ein paar Tage etwas gefrustet, weil die Aufnahme jedes Mal dann, ja, auf Deutsch gesagt, im Arsch war. Hallo Krabbe. Und habe jetzt erstmal mir einen Moment Pause gegönnt, weil das war wirklich frustrierend. Aber jetzt habe ich mich da wieder aufgerafft. Ich sag mal. Geht's noch? Ich weiß, gebratene Krabbe. Ist mir doch egal. Eine. Wow, was ein super Move. Ich habe eine Krabbe getötet. Ich habe Feuer gemacht. Und dann ist sie noch leer. Ich glaube das ja wohl nicht. Ja, ja, ist gut. Ich habe deine Kumpels umgebracht. Wir wollen uns jetzt nicht streiten. Ist auch relativ sinnlos. Ja, das heißt, diesen Part, den ich euch heute zeigen werde, habe ich schon gespielt. Sehr schön. Habe ich schon gespielt und ja, wir schauen einfach mal. Ich wollte euch das aber auch nicht verpassen lassen, wie die Story sich so langsam aber sicher... komische Geräusche. Wie die Story sich so peu à peu entwickelt und deshalb mache ich es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Aber ich fange sie einfach mal. Hey, komm her hier. Sag mal, so. Tülülü. Guten Tag, der Herr. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden in der Tat kraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Mäser? Wer ich bin, Findaliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ja. So alles dicht. Zumindest für die Nacht. Der mag uns nicht. Moment. Wer ist das? Nur ein Abenteurer auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieser Kerl nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst. Ja, ich bin ja auch gerade erst erschienen. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carbus? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, das ist nicht der Plan. Bereuen. Unglaublich. Ich präsentiere Carbus, wie er leibt. Hallo, Carbus. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Nee, das ist nicht egal. Was soll denn mit meinen Augen sein? Ich, ihr habt etwas Seltsames. Ist jetzt nichts Neues. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Und was genau macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Zum Bund? Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Und das frage ich gar nicht erst, weil das weiß ich, da ist eh noch nichts für mich dabei. Ich habe eh keine Kohle. In Ordnung, danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carbus, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Ich spiele. So. Da. Da. Was? Ich glaube, ich gehe doch mal wieder zum Apotheker zurück. Beim rechten Weg. Was ist denn mit euch passiert? Wenn ich das mal wüsste. Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchst persönlich gesehen. Ja, ich hab plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht was dagegen?
Fieber. Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas übrig. Das wäre schön. Das sollte zumindest kurzfristig, kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Wenn du das sagst. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Naja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen. Erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen, dem... Ja, mich heilen zum Beispiel. Keine Bange, Wirtig. So, Kümmerwurz, Kümmerwurz. Ja, es geht ja voran. Hallo, ich sitze übrigens immer noch hier. So, Scherkappe, ein bisschen Wasser, na bitte. Ja, das ging ja dann doch recht fix. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator! Das wäre es doch, oder? Finn! Tut doch was, verdammt sonst! Ach je. Sag mal, Finn, kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Übrigens fällt mir auf, dass ich... ich hätte ihn doch ansprechen sollen wegen dem Einkaufen. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Na bitte, ihr seht schon besser aus. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Danke, aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das Ganze waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Hey, das haben wir doch gerade eben schon gehört. Todesursache? Haben wir da etwas in die Zukunft geschaut? Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Komisch. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Was zum... Gabos! Ja, wir haben in die Zukunft geschaut. Die Schweine haben mich getroffen. Gabos, ich... Du Depp könntest auch einfach deine Waffe ziehen, aber nein. Tja. Sieh mal einer an. Unser mysteriöser Überlebender ist wach. Was? Wo bin ich? Und wer seid ihr? Und wer bin ich? Und... Jesper Mitumialdalvarek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt, ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Mein Fieber? Wisst ihr da was drüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber eher... Da bin ich ja froh, dass das nicht die zweite Klasse ist. Der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Badenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen... bitteren Nachklang in eurem Kopf? Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann zusammen? Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen.
Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Signal zu sprechen. Das sind ja Aussichten. Aber das Fieber lässt sich behandeln, oder? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Und was hat's dann mit diesen Visionen, die ich hatte, auf sich? Visionen? Naja, erstmal nicht ganz so wichtig. Wie kann ich dieses Fieber in den Griff bekommen? Naja, nee, wir nehmen das Zweite. Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Lebenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Na, das hilft ja schon jemanden. Mal. Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Heilung gegen Informationen, da bin ich mal einverstanden. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Bla 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 bla. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein Gesicht kann man so zusammenfassen. Habt? Ja, aber das war kein gewöhnlicher Traum, mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie der dort im Tal, versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Richtig. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber du bist ja so gut. Glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Ark? Die Hauptstadt des Landes. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Und wer ist dann dieser Arbeitgeber? Ihr seid neugierig. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Der Heilige Orden? Ihr meint die Leibgarde der Götter? Ja. Aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn. Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen. Das hört sich ermutigend an. Gut. Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder fünfte nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es irgendwie klingt nach The Walking Dead aussieht. Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Der rote Wahnsinn? Ja,
Es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »Fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur, dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 16 Wintern auf dem Buckel. Und was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, was ja nicht mal gelogen ist, verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... nun ja, riss sich selbst mit einer magischen Explosion in zwei. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Das ist schrecklich. Und unnötig. Vollkommen unnötig. Was ist denn nun eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mönch. Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. In anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen? Wie könnte ich euch helfen? Ich weiß nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich denn mal anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Okay. So. Dann schauen wir mal. Da habe ich nämlich, das habe ich mir gedacht. Nehmen wir mal das hier und sagen F. Schatten des Windes, bewegt euch. Das nehmen wir auf jeden Fall auch auf F. Die anderen beiden, das kann ich auch auf F nehmen. Damit ich dann da Quickslot-Zugriff drauf habe. Ja, sehr schön. Altes Schwert ist ausgerüstet. Ich bin zwar... Sie wünschen. So, ich wollte mich noch einmal im Haus ein bisschen rumprügeln. Da sind so blöde Spinnen. Und auch ein bisschen Loot. Und man weiß nie, wofür man es brauchen kann. So, la 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 la.
Walla Flandering. So. Dann wollen wir mal. Wo seid ihr Scheißviecher denn? Hallo? Gift nehmen wir mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Nee, geht nicht. Spinnengift. So. Lalalala. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Ne, einen Korb will ich nicht. Einen Eimer will ich auch nicht. Nehmen wir. Noch ein Eimer. Was soll ich denn damit? Kann ich frei machen? Nicht so richtig. Lalalala, Eisenbahn kann man. Was denn? Ein Schild kann man auch mitnehmen. Das kann man hier gleich mal. Lalala. Wo ist denn das? So, jetzt sind wir etwas schwerer ausgerüstet. Upsi. Gerade mal ein bisschen selbst in Brand gesteckt. So, ein bisschen geheilt. Ein paar Spinneneier. Ich weiß zwar auch noch nicht, wofür sie gut sind. Kann man vielleicht leckere Spiegeleier davon machen? Man weiß es nicht. Eisenpfeile kann man sicherlich gebrauchen. Das war schon leer. Ich glaube, dann sind wir hier mit dem Thema auch soweit durch. Ich glaube, unten war offen gestanden nichts weiter. Ich gucke nochmal. Nö. So, was haben wir? Ach ja, hier. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Was auch immer für Einzelteile. So. Da ich mich ja für einen Assassin. Hallo? Willst du mich jetzt veräppeln? So, geht doch. Da ich mich ja für einen Assassinen entschieden habe, was natürlich mit Schild keinen Sinn macht, aber man weiß ja nicht. Zweihand, ob das wirklich geht. Oh, die Sonne geht auf. So, lalalala. Ah, guten Tag, der Herr. So. Kurz ein bisschen heilen, bis Mana leer ist. Durchsuchen. Nehmen wir. Gucken wir mal, was wir noch so Schönes finden. Soweit ich mich erinnere, war hier noch da, genau. Lebensabsorption. Da war doch noch was. Nehmen wir auch. Bin mir aber noch nicht sicher, ob Assassine wirklich so der richtige Weg ist. Weil ich glaube, die Magiefähigkeiten gefallen mir auch ganz gut.
Mal gucken. Jetzt können wir mal eben gucken, wo das Buch mit Lebensabsorption hin ist. Das ist verstehe, wer will. Da. Da war es ja. So, das hätten wir auch. Gucken wir nochmal, ob ich hier irgendwas... Den haben wir doch schon, oder? Den haben wir nicht. Das war sein Kumpel, der als erstes starb. Eine Muschel geerntet, auch nicht schlecht. So. Lalalala, J. Okay. So, da muss ich aber wieder zurück. Irgendwie, da nicht. Dann geht's wohl hier hoch. Schön brav zurück. Soll ich ihn jetzt nochmal anquatschen? Ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Ihr meintet, ihr findet verloren gegangene Dinge wieder. Heißt das, ihr seid so eine Art Schatzjäger? Schatzjäger? Das hat ja einen schönen Beiklang, aber... Sagen wir einfach, ich helfe Menschen bei der Erfüllung gewisser materieller Wünsche. Wie der Ordenshüter, der der holden Maid ihren verlorenen Schuh zurückbringt. Nur werde ich dafür bezahlt und habe ein flexibleres Gewissen. Ja? Das ist schön. Aber bewahren wir uns das Kennenlernen doch für später auf, in Ordnung? Normalerweise bin ich offen für Gespräche, aber jetzt im Moment sollten wir uns auf die Mission konzentrieren. Gut erkannt, ja. Ich bin meines Pfades Erhabener. Aber bitte, blendet das einfach aus. Ich bin kein Freund von Titeln. Die sind meiner Meinung nach nämlich nichts als Prestigehüllen, mit denen sich langweilige Menschen überlegen fühlen können. Na gut. Ja, das ist auch nicht mehr viel zu... Gut erkannt, ja. Ich bin meines Pfades Erhabener. Ja, aber bitte, blendet das einfach aus. Ich bin kein Freund von Titeln. Die sind meiner Meinung nach nämlich nichts als Prestigehüllen, mit denen sich langweilige Menschen überlegen fühlen können. Ich wusste es doch. Na dann. Blöde Töle. Hallo? Nein. Leer. Außerdem... Nisse. Ja. Jetzt. Ja. So.
ist ja ganz nice. Schöne, ruhige Musik. Eine Ziege und Steine, die runterfallen. Auch nett. Wie soll denn das? Hallo Ziege. Da oben ist bestimmt irgendwie ein dicker Oger, der mich mit den Steinen beschmeißt. Ganz bestimmt. Heizdab da drüben war auf jeden Fall genau hier. So. Dietrich kann man gebrauchen, das kann man gebrauchen. Genesungstrank auch. Eisenpfeile sicherlich auch. Umsetzen will ich mich jetzt gerade nicht. Wo sind Stündchen? Naja. Ja, oder was warst du da drüben? Na dann. Sag mal, drehst du dich die ganze Zeit in meine Richtung? Ah, toll. Genau. Elender, was bist du bereit? Ich vergesse auch immer, dass ich neben der Zug habe, was ja in solchen Fällen anderen auch helfen könnte. Aber gut. So. Durchsuchen wir ihn mal. Das mal alles so mitgenommen. Da stand doch eben schon was, glaube ich, von... Na, ein bisschen Traglast habe ich ja noch. Naja, ob ich das jetzt euch alles vorlese, muss ja nicht sein. Bringt ja auch relativ wenig. Die Frage ist jetzt... Da bin ich runtergekommen. Wir uns erstmal einfach mal ein bisschen um. Na, sieh mal einer, guck. Die dumme Nuss mich. Und vor allen Dingen, wo ist sie? Da ist sie. Ach, scheiße. Ich muss mal eben Kuh machen. Inventory. Ja, nee, Inventory. Heiltrank oder so. Nehme ich den mal. Ist mir jetzt gerade mal vollkommen egal. So, du dumme Nuss, wo bist du denn? Komm her, komm zu Papa, komm. Da bist du. Oh, shit.
Ich wusste es. Nein! Ja, mal gucken, ob das mal gespeichert hat. Gut. Oder weniger gut. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich, wusste es. Man sollte auch mal zwischendurch speichern, Leute. Ich weiß. Ich weiß das alles. Okay, also ich werde dann an die Stelle spielen, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Oder bevor ich mal wieder in die ewigen Jagdgründe eingegangen bin, ich dussel. Und wünsche euch bis dahin erstmal noch viel Spaß und noch einen wunderschönen Abend, schönen Tag, guten Morgen oder was auch immer. Und sag mal, bis denn dann.